Dankeschön. Ja, hallo, guten Abend. Wir sind ja jetzt schon fast am Ende des ersten Tags Joomla Day. Ja, und ich war jetzt einigermaßen nervös und aufgeregt, weil warum um alles in der Welt habe ich den größten Raum? Das war jetzt irgendwie keine gute Überraschung. Von daher, ich brauche wahrscheinlich 5 Minuten, bis ich dann lande. Mein Thema ist ein allgemeines Thema im Sinne des Marketings. Was ist eine gute Website oder wie baue ich eine gute Website? Für diejenigen unter euch, die Marketing verinnerlicht haben, wird es vielleicht nicht ganz so spannend. Für jetzt den reinen Techniker, denke ich, ist es so ein bisschen vorbereitet, der mit Joomla ganz viel macht, aber eigentlich so sich drumherum vielleicht eher weniger interessiert, was das Online-Marketing angeht. Mein Name ist Stefanie Thielmann und mein Geld verdiene ich damit, dass ich Werbung schalte. Also ich bin Online-Marketer und ich schalte Ads in Google, in Meta, also Facebook und Instagram, LinkedIn und Twitter für eben große Agenturen oder aber auch für kleinere Kunden, je nachdem, wer auf mich zukommt. Und eins der wirklich essentiellen Themen dabei ist, dass die Website einfach gut funktioniert, weil ohne eine gute Website brauche ich keine Werbung schalten, weil wenn die Website einfach nicht funktioniert oder einfach schlecht gebaut ist, wird es für mich immer schwierig, dann dem Kunden zu erklären, warum diese Werbung nicht funktioniert. Ja, die Donau-Uni in Krems hat mich dankenswerterweise eingeladen, dass ich da als Lehrbeauftragte noch arbeiten darf. Da halte ich die Module SEO und Suchmaschinenmarketing beziehungsweise noch Kampagnenstatistik und Website Reporting. Das Zeitprojekt habe ich nur aufgeführt, weil ich es einfach lustig finde. Man findet mich als Biergartengretel auf Instagram. Das ist, wie gesagt, ein reines Hobby, weil ich irgendwann mal festgestellt habe, dass ich eine große Leidenschaft für die Biergärten in der fränkischen Region habe. Und ja, da gibt es dann bunte Bilder. Genau, und die Website soll funktionieren, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, als dass sie einfach Geld bringen soll. Kein Unternehmer dieser Welt braucht eine Website, wenn er nicht irgendwie ein Ziel damit hat. Und das Ziel ist für ein Unternehmen in der Regel Umsatz. Genau, und Websites werden eben oft ohne den Blick auf den Erfolg gebaut. Ausnahmen sind dann Landingpages, die dann ganz dezidiert und direkt wirklich für Werbung vorbereitet werden. Da ist das dann schon mal, Moment mal, so jetzt vielleicht besser, da ist es dann schon so, dass die Leute auch tatsächlich mit mehr Gedanken an eben die Website rangehen. Und ich möchte einfach auch, dass alle Websites wirklich gut funktionieren und nicht nur die, die für Werbung vorbereitet sind. Und es geht nicht um die reine Webvisitenkarte. Wer so nur seine Adresse aushängen möchte als Metzger, als Friseur oder was auch immer, der soll zu Google Unternehmerseiten gehen. Das ist völlig in Ordnung. Aber um den geht es hier nicht, sondern es geht wirklich um Seiten, die dann auch hinterher für ein Unternehmen stehen. Und mein Wahlspruch ist immer, die Website ist das einzige Instrument im Online-Marketing, was wir wirklich vollständig in der Hand haben. Ich habe meine Social-Media-Geschichten nicht in der Hand. Wenn Twitter irgendwann down ist oder Facebook oder sonst was, dann habe ich diese Daten einfach nicht mehr zur Verfügung. Ich kann meine Kunden nicht mehr erreichen. Mit einer Website bin ich, so mein Provider-Hoster vernünftig arbeitet und gerade keine Probleme hat, in der Regel erreichbar. Und alle Maßnahmen, die ich online im Online-Marketing mache, sollten mit der Website harmonieren. Also das heißt, die Website habe ich immer im Fokus. Genau, und dann habe ich jetzt mitgebracht 10 Basics, was eine gute Website in meinen Augen ausmacht. Nummer 1 ist, wer eine Website baut, sollte nach Möglichkeit seinen Kunden kennen. Das ist jetzt hier eben nicht euer Kunde als Agentur, als Freelancer, sondern das ist der Kunde vom Kunden. Und das ist so wichtig, weil letztendlich haben wir das Problem, der Kunde selber ist in der Regel betriebsblind. Der sagt, meine Website muss über mich erzählen, muss mich darstellen und alles andere ist dem eigentlich wurscht, weil er nicht unbedingt diesen Marketinggedanken hat.
Der Blick auf sich selbst ist aber in der Regel nicht ausreichend dafür, um einen Kunden zu überzeugen. Wie toll ich bin, wie großartig ich bin, ist nicht unbedingt der Punkt, dass man jemanden hinterm Ofen vorlockt. Und als Freelancer und Agentur muss ich einfach wissen, wer ist der Kunde vom Kunden? Für wen ist das Angebot tatsächlich zu erstellen, was die Webseite bieten soll? Als Lösung biete ich dafür an, oder biete ich euch dafür an, dass ihr euren Kunden wirklich mal in einem Workshop holt, was ihr hoffentlich alle auch tut, damit eine Zielgruppendefinition macht und die sogenannten Personas abbildet. Kurz mal die Hände hoch. Personas sagt jedem was. Wem sagt's nichts? Oh, tatsächlich. Zielgruppe ist hoffentlich jedem klar. Also eine Zielgruppe sind die Kunden des Kunden, die man erreichen möchte. Und eine Persona ist dann tatsächlich das übersetzt in eine einzelne fiktive Person. Also das heißt, ich gucke mir an, in meiner Zielgruppe könnte Rosi Müller sitzen. Rosi Müller ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, Influencerin für den Bereich Nahrungsergänzungsmittel im Sportbereich und hat die Interessen, dass sie sich besonders für Kosmetik interessiert. Also sprich, wir formulieren da wirklich einen Menschen mit einem Bild, wenn es geht, mit einem Bild, das ich mir irgendwo aus dem Web ziehe, und haben diese fiktive Person gebaut, die wir dann in unser Marketing ansprechen. Das heißt, jede Maßnahme, die ich im Nachhinein mache, mache ich zielgerichtet auf genau diese eine Person. Das hat den Vorteil, dass ich mir im Kopf ausdenken kann, wie funktioniert die jetzt, was hat die mit diesem Angebot zu tun, ist die damit zufrieden, kann die damit was anfangen? Oder sage ich, nee, also für Lieschen Müller oder Rosi Müller brauche ich das jetzt nicht so schreiben, sondern da sollte ich einfach was ganz anderes nehmen. Ist ein Marketingansatz, der die Zielgruppe eben noch viel, viel spezifischer macht und mir die Möglichkeit gibt, mich noch mehr in den Kunden reinzudenken. 5 Minuten sind gleich rum. Nummer 2, Zeit und Budget. Wer lange schon in dem Metier arbeitet, viele Websites aufgebaut hat, der hat diesen Punkt 100% schon 5-mal durchlebt. Zeit ist Geld. Und der Punkt Fehlkalkulation ist einfach immer gegeben, oder die Gefahr der Fehlkalkulation ist immer gegeben. Der Kunde möchte in der Regel ganz viel für ganz wenig Geld in ganz schneller Zeit und hat da überhaupt nicht den Blick dafür, was ihr als Agentur zu leisten hast, was du als Freelancer zu leisten hast. Und da ist es in meinen Augen unendlich wichtig zu gucken, dass ihr den Kunden auch wirklich da abholt, wo er steht. Das heißt, nimm dir Zeit, dass du wirklich deinem Kunden verklickerst, dass er Bild und Texte zu liefern hat in einer vernünftigen Zeit, die ihr beide bestimmt. Und wenn er nicht liefert, müsst ihr gucken, dass ihr es dann reinholt. Das sind einfach Ablaufdinge, die in meinen Augen vorher geklärt sein müssen. Und wenn das nicht stimmig ist, wenn der Kunde nicht liefert und ihr dann ins Hudeln kommt, kann die Seite schon nicht mehr gut werden. Also das ist für mich so ein essentieller Punkt, und die Kunden müssen einfach auch darüber klar sein, dass Websites Geld kosten. Du hast eine Frage. Das ist ich habe das Vergnügen, ich mache keine Websites, ich schalte ja nur Werbung, als ich noch Websites gemacht habe. Das ist das Nächste. Wer hat wirklich einen Vertrag? Das wäre jetzt mal eine ganz spannende Frage. Wer hat wirklich einen Leistungskatalog und einen Vertrag für die Erstellung einer Website? Thorsten? Das steht im Angebot, das ist richtig. Und im Angebot steht auch drin, also im Angebot steht es garantiert drin, aber noch besser ist es, wenn du es in der Leistungsbeschreibung drin hast. Und in der Regel, also auch hier waren es jetzt ganz wenige, die tatsächlich gesagt haben, okay, ich habe so einen Vertrag und
in der Regel werden Websites auf Zuruf gemacht. Da ist ein Angebot. Das Angebot ist sicherlich auch einigermaßen durchgängig, aber ein Angebot ist nicht so verlässlich wie ein Leistungsvertrag. Nichtsdestotrotz würde es Sinn machen, sowas aufzunehmen, und in der Regel steht im Angebot und dann auch im Vertrag drin, Bilder und Texte sind vom Kunden zu liefern. Aber die Realität zeigt, dass der Kunde trotzdem manchmal nicht liefert oder sagt, ich brauche noch einen Monat. Der Fotograf war noch nicht da. Ach, die Fotos sind nicht so schön geworden, wir machen das nochmal. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das ein echter Knackpunkt. Und das muss einfach mit berücksichtigt werden, wenn die Seite gut werden soll. Dann kommen wir aber jetzt auch in die Umsetzung. Ziele der Seite. Eine Website wird ja ganz oft beauftragt mit, mach mir mal eine Seite. Und letztendlich ist dem Kunden das überhaupt nicht klar, warum man ein Ziel für eine Seite haben soll. Oder vielfach ist es dem Kunden nicht klar. Wenn ich große Kunden habe in der Industrie, dann ja schon eher. Aber kleine Kunden haben häufig einfach so, ich will doch nur eine Website, was soll denn das jetzt? Ziele sind aber unendlich wichtig für so eine Website. Mach mir die Seite schön, ist einfach zu wenig. Und ein Ziel ist einfach dafür da, dass ich hinterher den Erfolg der Seite auch messen kann. Und da geht es darum, dass wir eben Umsatz, Leads, Reichweite, Kundenbindung oder Mitarbeiter-Recruitment da irgendwo als Ziele setzen können. Und die Seiten, die dahinter stehen, sind eben Produktseiten. Ich habe irgendwelche Formulare, die mir Leads anreichen. Reichweitenseiten, da kann man tatsächlich noch ein bisschen anders mitspielen. Kundenbindung ist auch eine ganz wichtige Zielseite. Messen, wie gesagt, kann ich das alles. Und es wäre schön, wenn die Kunden da auch wirklich fokussiert drauf gehen würden und nicht nur einfach sagen, ich brauche eine Website. Und das ist halt euer Job, dem Kunden das klarzumachen, dass wenn er eine Website braucht, dass die auch ein Ziel haben muss. Und dem Kunden muss in dem Fall geholfen werden. Ich frage mal gerade zwischenrein, du machst Fotos? Soll ich, also ich kann dir die Folien hinterher auch freigeben. Gut. Genau, definiert definitiv Ziele mit euren Kunden, die auch kontrolliert werden können. Und das untere ist so halb wahr. Wir können fast alles tracken. Also wir würden ja gerne, und ich komme noch aus der Zeit, wo wir auch konnten. Da war das Tracking noch richtig schön. Dann kam 2018 die DSGVO und seitdem können wir nur noch fast alles tracken. Aber wir können im Zweifelsfall raufrechnen und dann geht es auch wieder in einigermaßen gute Werte rein. Nummer 4, ein Inhaltskonzept. Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, was ihr vor der Nase habt. Ob es ein Relaunch ist oder ob es eine völlig neue Website ist. Bei neuen Webseiten kommt der Punkt so oder so. Beim Relaunch ist der Kunde häufig festgefahren und sagt, das, was ich habe, habe ich. Das soll auch gar nicht geändert werden. Aber ich brauche einfach eine neue Seite. Die andere ist einfach schon 5 Jahre alt. Und beim Inhaltskonzept sollte unbedingt berücksichtigt werden, Inhaltspflege ist unendlich aufwendig. Also das ist nicht mal eben so gemacht, sondern da steckt halt ganz viel Arbeit drin. Und Kunden unterschätzen das sehr, sehr, sehr häufig. Also da geht es eben darum, ich habe nicht nur den Content alleine, den die statische Website hat, sondern je nach Website, die da kommt, ist da noch ein Blog mit drin, sind Grafiken drin, müssen Bilder gemacht werden oder eingepflegt werden, Videos sind wahnsinnig aufwendig zu erstellen. Und der letzte Punkt ist dann auch noch die Content Distribution, also die Verteilung von eben dem, was geschaffen worden ist, in die große, weite Welt. Und damit der Kunde das nicht wirklich unterschätzt, sondern damit der Kunde das auch wirklich einigermaßen hinkriegt, muss dem sehr deutlich klar gemacht werden, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das könnt ihr beurteilen, Kunden können das häufig nicht. Die haben ihre Seite seit 5 Jahren und die dümpelt so vor sich hin und häufig auch ohne großartig irgendwo Messung dahinter zu haben. Und in dem Moment, wo eine neue Seite ist, dann soll das alles schön und schick sein. Aber wie weit da wirklich jetzt noch Arbeit drin steckt oder nicht, ja, jeder sagt im Moment, ich brauche einen Blog. Einfach, weil er gehört hat, ich brauche einen Blog.
Und nicht unbedingt ist immer ein Blog sinnvoll, wenn die Zeit einfach nicht da ist, die Ressourcen im Unternehmen nicht da sind, die Mitarbeiter so vollgestopft sind mit allem Möglichen, dann ist ein Blog entweder nur nach außen zu vergeben oder aber völlig unmöglich zu machen. Und dann sollte man lieber darauf verzichten, als unbedingt und mit jeder Macht einen Blog zu machen. Weil eine Website, auch wenn die dann hinterher steht, ist Quatsch, wenn die nur einen Blog hat, der ein Jahr alt ist und keinen neuen Content kriegt. Und das gilt nicht nur für einen Blog, sondern es gilt auch für alle anderen Möglichkeiten. Und jetzt Social-Media-Kanäle sind auch ein ganz beliebter Punkt. Da hat irgendjemand voller Enthusiasmus mal angefangen, einen Social-Media-Kanal aufzusetzen. Und dann dümpelt er nach 2-3 Monaten, weil, ach, das habe ich jetzt vergessen. Ah ja, das mache ich morgen. Müsste ich eigentlich mal wieder. Und irgendwann ist es dann ganz tot. Tipp Nummer 5. Struktur. Struktur für Websites ergibt sich in der Regel aus der Contentplanung heraus. Also die Inhaltsplanung für die Website, was alles auf der Website erscheinen soll. Daraus ergibt sich die Struktur für die Seite. Entschuldigung. Da gibt es jetzt zwei Ansätze. Das eine ist der SEO-Ansatz. Das heißt, da gucke ich jetzt ganz klar, was wird von außen gesucht, was brauche ich unbedingt auf der Seite, was ist mit den Reichweiten relativ stark an Keywords und erstelle damit meine Struktur im Sinne der Navigation. Und dann gibt es noch die Inhaltsstruktur für die Website, also für die einzelne Seite, für den einzelnen Beitrag, Artikel, die dann eben auch einer Struktur folgen sollte. Ich bin schon wieder viel zu weit. Genau, also keine Struktur auf der Website und keine Struktur in der Navigation irritiert nur. Das ist also nicht wirklich genial. Seitennutzer möchten, also der Mensch an sich und der Seitenbenutzer im Speziellen ist eigentlich ein Mensch oder ja, ein Mensch, der gemütlich ist, der Gewohnheiten hat. Und auch auf eurer Webseite oder auf der Webseite eurer Kunden möchte er diese Gewohnheiten wiederfinden. Es gibt ganz spleenige Websites, die sind dann wirklich bewusst auch chaotisch gemacht. Häufig haben Grafiker, die sehr kreativ sind, solche Websites. Und das ist ein Instrument, mit dem kann man arbeiten, aber ich glaube, dass das Gros aller Menschen doch sehr wohl Informationen sucht und die sollten strukturiert dargebracht werden. Genau, und es zahlt sich tatsächlich beides auch, also sowohl wenn die ich sehe gerade, hier fehlt eigentlich ein Satz. Da ging es mir jetzt darum, dass ich auf der einen Seite eben diese Optik habe in den einzelnen Seiten und das zweite ist, dass ich für Google die Überschriften sauber darstelle. Ich glaube, es ist auf der nächsten Seite. Ja, genau. Also die Lösung ist ein gutes Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign unterscheidet sich vom reinen Design insoweit, als dass eine Mitteilung im Design steckt, was ich erreichen möchte. Und ein gutes Kommunikationsdesign, was technisch gut umgesetzt ist, ist hier ja, das Mittel der Wahl. Für Google oder für die Suchmaschine allgemein geht es dabei um Auszeichnung der Website, also alles, was im Code versteckt ist, was der Seite auf die Sprünge hilft. Und unter anderem, wo sich manchmal umsetzende Agenturen nicht dran halten und was schon wirklich ein Graus ist, ist dann, wenn die H1 bis H3 nicht richtig umgesetzt ist. Also das wäre das Minimum, wo ich euch drum bitten würde, dass ihr darauf achtet. Aber ich glaube sogar, dass es im Joomla-Umfeld wesentlich weniger auftaucht, dieses Problem, als im WordPress-Umfeld, was ich natürlich nie gesagt habe. Ja, und gebt dem Kunden, also Kunden haben ja manchmal auch die Idee dann, dass irgendwelche Bereiche anders aussehen müssen, dass der eine Bereich, den sie, weiß der Geier, das habe ich jetzt, ein Metallbauer, der
irgendwie mit Lasern arbeitet und das muss völlig anders aussehen als das, wo er meinetwegen jetzt irgendwie abkantet. Und diese beiden Bereiche sollten aber von der Struktur gleich sein. Klar dürfen sich die Bilder unterscheiden und natürlich sollte das irgendwo textlich anders sein. Aber wichtig ist, dass eben der Kunde, der auf der einen Seite was gefunden hat und sich da durchgescrollt hat, auf der anderen Seite genauso was findet, weil die Struktur eben genauso ist, dass er weiß, wo er hin muss. Nummer 6. Das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, weil da ist meine Werbung platziert. Oder wenn ich Werbung schalte für Websites, dann ist der Call to Action das Herzstück der Landingpage. Ein Call to Action ist nichts anderes als ein Aufruf für den Kunden, dass er auf dieser Website irgendwas tun soll. In der Regel ist es ein Button, es könnte aber auch ja, ein einfacher Link sein, was auch immer. Ein Formular mit einem Absende-Button ist auch ein Call to Action. Also es ist einfach das, der Kunde soll jetzt was tun. Und das Problem, was ganz viele Entwickler haben, ist, oh nee, dann nerv ich doch den Kunden. Oder auch der Endkunde sagt, das kann ich nicht machen, da habe ich ja tausendmal das Gleiche auf der Website, um Gottes Willen, das will ich nicht. Aber es ist letztendlich so, ohne dass man den Nutzer mit der Nase drauf stößt, du sollst jetzt was auf der Website machen, kommt er überhaupt nicht auf die Idee. Also der Mensch ist auch ein sehr träges Subjekt. Und das ist für mich einfach so, schmeißt ihn absatzweise irgendwo hin, also nicht irgendwo, sondern schon sauber, aber gebt dem Kunden die Möglichkeit, an jeder erdenklichen Stelle auszuführen, was er tun soll. Es reicht nicht, einmal im Header die Telefonnummer anzugeben und zu hoffen, dass jemand anruft, sondern gebt dem Kunden die Möglichkeit, auf der Website 2-3 Mal die Telefonnummer zu finden, wenn das euer Kanal ist, den ihr jetzt haben wollt. Genau, und das ist im Grunde genau das. Ah ja, achtet auf Kontraste, das ist auch so eine Sache, wenn jetzt jemand mit einem schicken Design ist, wo alles in sanften Tönen ist, dann ist auch der Call to Action manchmal in so einem Hellgrau irgendwo hinterlegt, möglichst unauffällig. Und das ist in dem Fall wirklich tödlich. Wenn da irgendwo eine Aktion ausgeführt werden soll, dann bitte auch in klaren, deutlichen Farben. Der Designer weiß, was er zu tun hat. Und hoffentlich ist immer irgendwo ein Designer mit im Spiel. Es hilft auch bei der Barrierefreiheit. Jawohl. Und das mit dem Wiederholen ist tatsächlich ein Anliegen. Ihr dürft absatzweise wirklich gerne einen Call to Action setzen. Also die Absätze müssen dann nicht zu klein sein, aber auf einer richtigen Landingpage, also wenn ihr eine dezidierte Landingpage baut, dann hat die in der Regel ein Bildelement, ein Textelement, ein Call to Action. Dann kommt das Gleiche nochmal und nochmal und nochmal. Sprich, dann hat man auch mal locker 3 bis 4 Call to Action auf der Seite. Tipp Nummer 7. Emotionen. Emotionen ist das Lebensmittel des Menschen. Und emotionslose Texte sind eine Katastrophe. Mir ist völlig klar, dass jetzt nicht unbedingt jeder in der Lage ist, emotional hochwertige Texte zu schreiben. Aber es sollte zumindest jemand dahinter stehen, der es probiert und der auch wirklich Herzblut für die Geschichte entwickelt. Wir kaufen zu 90% oder unsere Entscheidungen, unsere täglichen Entscheidungen werden zu 90% emotional getroffen. Das heißt, wir sind, jeder behauptet, Werbung ist für mich uninteressant. Das stimmt vielleicht, aber letztendlich sind wir alle manipulierbar und bei 90% die emotionalen Entscheidungen oder die 90%, die wir emotional Entscheidungen treffen, sprechen einfach dafür, dass wir auch emotional leben. Und eben dann lassen sich die Leute auch eher abholen und wir bleiben nicht, oder wir bleiben im Kopf, aber auch eben im Herzen. Also es wird ein Gefühl verbunden und über Gefühle transportiert man Bindungen, Kundenbindungen auch wesentlich besser. So, jetzt, wie gesagt, nicht jedem ist es gegeben, dass er emotional schreiben kann.
Und wenn es euch nicht gegeben ist oder eurem Kunden nicht gegeben ist und er einen Texter braucht, dann ist es ein Mittel, dass man die Tonalität festlegt. Das heißt, man kann, gibt es in der Content-Erstellung einen Arbeitsschritt und da legt man fest, wie Content geschrieben wird. Und die Tonalität bestimmt eben die Art, wie gesprochen wird. Arbeitet irgendjemand mit künstlicher Intelligenz? Also für Texte? Ist jemand da schon? Ja, ihr probiert es aus. Und da kann man nämlich auch einstellen, wie soll das geschrieben sein? Soll es ein Sachtext sein? Soll der umgangssprachlich sein? Etc. Und in dieser Denke kann man sich eben auch eine Tonalität festlegen. Und das ist, ich glaube, es ist relativ, es gehört in die Geschichte Copytext und da könnt ihr mal nachgucken. Tonalität oder Tonality findet ihr sicherlich im Internet dann auch entsprechende Texte dazu, wie sowas genau aufzubauen ist. Oder ihr fragt mich, ich habe dazu mal was geschrieben. Bilder. Es geht in die gleiche Richtung. Auch da sind Bilder jetzt wieder emotionale Mittel, um eine Seite gestalterisch gut aufzuwerten. Und trotz allem ist es so, schön reicht nicht. Ich mag Valulis, der da wohl offensichtlich zuständig ist für dieses GIF. Was er sogar nach dem Sex liegt, er doch perfekt gestylt im Bett. Genau, wie langweilig, pfui. Das heißt, das Bild ist toll, es ist alles wunderbar und trotzdem passt es nicht. Bilder unterstützen die Webseite. Bilder sind unendlich wichtig für die Webseite, aber falsch genutzte Bilder können halt schlicht und ergreifend auch die falsche Idee transportieren. Gleichzeitig sind Bilder unheimlich wichtig, wenn es darum geht, Text aufzulockern. Auch bei großen Texten, wo ich wirklich einen Fachartikel habe, baut bitte Bilder ein, damit die Leute einen Ankerpunkt für die Augen haben, damit die nicht durch diesen Text einfach immer durchscrollen. Die werden müde, kommen nicht weiter, brechen ab, verschwinden. Und Textwüste ist tatsächlich auch so ein Begriff eben aus der Content-Erstellung. Das sind halt tatsächlich Texte ohne Überschriften, ohne Bilder, ohne irgendwas. Das ist wirklich reiner Text runter. Das, was wir früher in der Programmierung als Spaghetti-Code bezeichnet haben, wo man nichts mehr wiederfindet, wo man nicht weiß, wo man ist. Und das ist bei den Texten, gibt es das eben auch. Die Lösung, und da bin ich jetzt lustigerweise bei dir, die Handybilder, die du eben angesprochen hattest, lieber ein Handybild als zu arg Hochglanz und nicht passend. Das Bild immer zum Text und immer so, dass es eben den Text auch mal unterbrechen kann. Im Mai, das fand ich sehr lustig, im Mai hat eine Dame schon den Trend 2023 verkündet. Grafiken werden immer stärker. Grafiken und vor allen Dingen minimalistische Grafiken werden immer stärker und das sehe ich eigentlich auch im Allgemeinen, also wenn ich die Websites mir angucke, die da so kommen. Grafiken und Bilder sind in dem Teil jetzt austauschbar. Also da, wo ein Bild steht, kann auch eine Grafik sein, die sollte aber nicht zu überfrachtet sein und zu viel Text beinhalten. Also eine Infografik ist schon wieder so, kann begleiten, sollte man aber auch wohl dosiert verwenden. Nummer 9, das ist jetzt die Content Distribution, das heißt, ich bin am Ende meines Prozesses, die Website steht, die ist auch wirklich schon ausgerollt. Und dann denkt sich der geneigte Kunde, okay, das war's, ich gehe jetzt was essen. Und da hängt ganz häufig ein Problem, weil ohne weitere Maßnahmen wird die Website nicht aus dem Quark kommen. Man muss entweder eine gute Reichweite über Social Media haben oder sollte nach Möglichkeit, nein, nicht sollte nach Möglichkeit, aber man könnte Werbung schalten. Je nachdem. Und da kommt es aber auch immer darauf an, wo ihr steht mit der Website. Wenn das jetzt ein alteingebrachtes Unternehmen ist, was ohnehin schon ganz viele Nutzer hat, die täglich kommen, die den Content konsumieren, klar, so eine Seite muss man nicht großartig noch neu pushen, sondern da hat man ja schon ein gewisses Maß an Kunden vorhanden.
Hier geht es aber auch eben um die Neuerstellung von Content. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Blogartikel ständig veröffentliche oder eine Website zu einem neuen Fachgebiet irgendwo aufbaue, dann muss ich irgendwo tätig werden. Und in meinen Augen gibt es dann eben Rambazamba auf Social Media oder Werbung. Also entweder zahle ich oder ich schaue, dass ich es irgendwie organisch hinkriege. Eins von beidem ist eigentlich ein Muss. So, der Tipp Nummer 10, und der sollte natürlich in dem ganzen Prozess irgendwo eingebaut werden, ist Suchmaschinenoptimierung. Und Suchmaschinenoptimierung, da gab es heute, glaube ich, auch schon einen Vortrag dazu, ist immer so eine Schwierigkeit, wo anfangen, wo aufhören. Und der Programmierer und der SEO sind sich meistens auch nicht ganz einig. Da darf man dann schon mal die zwei aufeinander loslassen und die katteln das auch in der Regel ganz gut aus. Jetzt ist SEO in der Zwischenzeit immer mehr eine Frage der Usability geworden. Es ist immer weniger eine rein technische Geschichte oder eine mit diversen Stellschrauben, sondern es geht da wirklich um dieses Gesamtzusammenspiel des Designs, des Inhalts und eben der Nutzbarkeit der Seite. Und für mich sind da die Kommunikationsdesigner wirklich diejenigen, die da gefragt sind, da gute Seiten zu machen, wo die Seite dann auch wirklich hinterher funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir gute Inhaltsseiten, die mit einem Design von 2009 immer noch funktionieren. Es ist manchmal auch wirklich sehr amüsant, was da noch so im Feld ist und wirklich gut rankt. Suchmaschinenoptimierung ist aber im Grunde eine logische Konsequenz aus dem, was ich vorab jetzt gerade schon aufgelistet habe. Und ich würde den Teil jetzt noch ergänzen um einige Punkte. Achtet einfach darauf, dass ihr, wenn ihr eine Website aufbaut, die Grundlagen des SEO nicht vergesst, also die Metasnippets einbaut und Bilderbeschreibungen einpackt, die Alttexte nicht vergesst, Rich Snippets mit reinpackt, wo sie notwendig sind. Rich Snippets sagt jedem was. Ein-, zweimal Kopfschütteln. Strukturierte Daten nach Schema.org. Man kann beispielsweise das Event heute wäre auch über strukturierte Daten quasi in den Code der Seite mit einzupflegen und könnte dann, wenn es von Google gesehen und als gut bewertet wird, in den Suchergebnissen mit auftauchen. Also das ist einfach so eine gute Möglichkeit, Google nochmal zu sagen, hey, das ist wirklich wichtig, das ist jetzt das Event und spiel es bitte mit aus. Anschließend ist noch für die Suchmaschinenoptimierung wichtig, dass eine gute Ladezeit da ist, also dass die Seite nicht langsam ist, dass die Seite sich nicht irgendwie aufbaut mit einem Platzhalter und dann erst anschließend lädt, sondern dass das alles auf einmal da ist und das in einer anständigen Zeit. Und das Link-Building, sprich, dass mir von außen, das ist tatsächlich eine der für mich auch ganz wichtigen Dinge, jede Website, die von außen als wertvoll betrachtet wird und verlinkt wird, hat eine deutlich höhere Wertigkeit als eine, die nur für sich alleine steht, wo keiner drauf verweist. Also Backlinks sind schon eine gute Sache. Zur Ladezeit, also das gab letztes Jahr diesen großen Aufruhr, Core Web Vitals und ganz wichtig und schaut, dass ihr möglichst 100% kriegt. Das wurde alles in der Zwischenzeit relativiert. Die Core Web Vitals sollten eingehalten werden, aber ich habe auch hundelahme Seiten gesehen, die trotzdem noch ranken, einfach weil der Inhalt stimmt. Also es ist eben dieses SEO nicht mehr so einfach, dass man sagt, so hey, ich kipp irgendwas rein und dann funktioniert das schon. Man muss das gesamte Zusammenspiel sehen, was eine gute Seite ausmacht. Dann habe ich noch einen Bonustipp und zwar ist das die Psychologie von Websites. Ich habe im letzten Jahr gelesen ein Buch, was ich wirklich echt, echt gerne mag und das ist von der Sarah Weidnauer und die sagt, Psychologie ist nicht nur ein Mittel, um Websites geiler zu machen, sie ist das Fundament klug gebauter Websites. Und das Buch
wirklich kann ich jedem nur ans Herz legen, der einfach ein bisschen weiter noch gucken will, wie der Mensch tickt und was der Mensch eigentlich so an Website-Nutzung mitbringt. Also da geht es einfach wirklich von der psychologischen Seite aus, wie der Mensch tickt und auf Websites reagiert. Das Buch habe ich, glaube ich, auf Facebook auch schon mal gepostet, weil ich es einfach wirklich großartig finde. Und kann es einfach wirklich nur jedem ans Herz legen, der Websites baut und Spaß dran hat, wie Menschen da so interagieren. Das wäre es von meiner Seite. Und die Frage, habt ihr noch Fragen? Die Frage ist, was ist eine gute Anzahl an Worten für eine gute Website? Ein Stück Content, wie viel Gramm soll es denn sein, bitte? Gibt es nicht. Nein. Das ist leider eine Antwort, die ist sehr rechtsanwaltstechnisch. Das kommt darauf an. Und es ist wirklich so, die Suchmaschinen hätten gerne, dass du einen Artikel schreibst, der vollumfänglich das Thema betrachtet, was du jetzt da eben anbietest. Und das kann bei einem Thema, können das 300 Worte sein und bei einem anderen Thema können das 2000 und mehr sein, so dass du die Seite aufteilen musst, weil ansonsten die Leute dir wirklich abspringen und dann musst du einfach diesen Content verteilen auf mehrere Artikel. Also es gibt keine Aussage dazu, wie viele Worte brauche ich für Content. Tut mir leid. Da kannst du garantiert sagen, lieber Kunde, schick mir mehr. Mhm. So, dann kriegst du es nicht und dann sind wir wieder bei Punkt 2. Ja, schön. Mhm. Das stimmt, ja. Ja, das ist tatsächlich so, dass man die Konkurrenz dann anguckt und ja. Weitere Fragen? Schweigen im Wald. Dann sage ich danke und ich glaube, dass die letzte Folie nochmal die Events von Joomla nächstes Jahr mit drauf hat. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon bombardiert worden seid oder ob das, also auf jeden Fall haben wir nächstes Jahr ein großes Treffen im Herbst. Da ist die World Conference angesagt und die wird wohl auch irgendwo in Europa stattfinden. Dann ist Jane Beyond hoffentlich, toi toi toi, voraussichtlich im Herbst in Portugal. Und der Joomla Day wird, so wie es im Moment aussieht, auf jeden Fall geht er nach Österreich und wahrscheinlich nach Salzburg. Und da wäre es schön, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön.